Servusle, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer gemütlichen Runde, die Infected mit Voucher und mit unserem Nebel. Schön, dass ihr reinschaut. Ich hatte ja gestern schon mitgeteilt, leider fehlen zwei Aufnahmen, was auch der Grund ist, warum wir jetzt kurz ein bisschen zusammen Materialien holen müssen. Ich wollte es eigentlich vorbereiten, aber die zwei Aufnahmen, die Zeit fehlt mir jetzt leider. Ich möchte heute gerne die Stockwerke oben so weit in den Griff kriegen, dass wir die Elektrik fest installieren können. Also die ist eigentlich fest installiert, aber dass die halt einen festen Platz bekommt. Und ich möchte kurz beide Gebäude miteinander verbinden mit einer Brücke. Das heißt, da müssen wir hier und da noch mal ein bisschen umgestalten. Ich weiß noch nicht genau, wie ich die Brücke baue. Schauen wir uns mal gleich an. Vielleicht können wir die über die Schrägen irgendwie verbinden. Das wäre natürlich auch cool. Würde es ein bisschen anders aussehen. Und dann in Richtung See. Komm, wir gucken mal kurz. Brettertechnisch, wie sind wir da aufgestellt? Ich würde sagen, die hauen wir zu Bretter. Jetzt bin ich natürlich angefixt, was die Elektrik angeht, ne? So, noch ein Wagen voll Holz. Und da müssten wir eigentlich schon eine ganze Ecke weiterkommen. Ich bin gespannt, ob heute Nacht die Horde-Nacht ist. Die Spikes sind ja da. Ja, das ist schon okay mit der Elektrik. Ein bisschen ungewohnte Verkabelung fand ich jetzt. Aber jetzt haben wir es ja raus, wie es funktioniert. Grob. Das Relais können wir dann wahrscheinlich heute nochmal testen. Vor allem würde mich ja interessieren, was da für eine Reichweite ist. Weil da habe ich jetzt spontan keine Info gefunden, dass es irgendwie 10 oder 5 Foundations lang ist, das Kabel oder sowas, ne? Müssen wir mal schauen. Und da müssen wir natürlich Zement laufen lassen langsam, weil wir wollen ja die Garage bauen, dass wir uns das Auto bald holen können, ne? Jetzt pass mal auf, ich habe mir überlegt, wir zeichnen jetzt mal ganz kurz hier eine Decke an. Das funktioniert doch hier, oder? Ne? Kann ich hier? Weil Treppen gingen, ne? Okay, wenn das nicht geht, ist natürlich doof. Oder liegt es daran, dass ich es hier machen muss? Warte mal, ich muss schon mal gucken. Gab es eine Sch. Ah, da gibt es aber auch die. Vielleicht geht es mit der Decke. Weil ich hätte sie gerne hier raus gehabt. Ne, funktioniert nicht. Dann noch einmal ein Checker hier. Funktioniert auch nicht. Hier wird es gehen, ne? Dass ich sie hier. Ja, dann führe ich es hier rüber. Dann muss ich allerdings. Was hast du? Ach so, ja. Ich habe ganz vergessen, dass du ja noch im Winter steckst, mein Freund. Guck mal, die gönne ich dir eben. Hier ist nichts mehr drauf, soweit. Dann hast du diese komischen 30 Wasser. Die nimmst du jetzt mal hier kurz raus. So. Muss ich mich mal kurz aufsortieren. Da ist noch Wasser drin. Da ist noch schmutziges Wasser drin. Das kannst du dann hier kurz reinleeren. Ja, komm, bis morgen früh müsste das ja normalerweise auch erledigt sein. So, dass wir hier weiterkommen. Zack. Ernten. Melönsche wieder rein. Rüber geswitcht. Schmutziges Wasser dazu geleert. Und weiter geht's. Weiter geht's. Kartoffelernte. Zack. Ist echt nicht die Feine. So, wieder rein. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich war. Hier aber die. Was? Die Saat soll ich hier hinzufügen? Welche? Habe ich hier die Kartoffel rausgeholt, gell? So, hier ist wieder alles so, wie es war. Die Gurke können wir ernten. Na, dann geht es ihm doch erstmal wieder gut. Dann brauchen wir uns heute nicht auch noch ums Essen kümmern. Machen wir dann morgen oder übermorgen eine schöne Folge halt. Doch. Und dann werden wir da auch einen Haken dran kriegen. So, hast du noch irgendwo Schmutziges? 42, die drei, die reichen. Hier ist dann noch 119 für den Mais. So, hey, die machen aber schon krasse Updates, auch inhaltlich, finde ich. Aber das Stromthema ist ja jetzt nicht irgendwie langweilig, macht ja voll Spaß auch, gell? So, außer diese Routinen hier, die man halt immer noch hat, die wir aber auch nicht mehr lang haben. Wir können ja einiges dann verbessern, sobald wir mal richtig aufgestellt sind. So, schmutziges Wasser, ich würde mal sagen, da machst du dir gleich nochmal 200 neu. Hat geklappt. So. Die Kartoffeln grillen wir jetzt einmal durch. Und dann gönne ich ihm einmal hier, einmal hier, einmal hier und einmal hier. Wie sieht es mit dem Fleisch aus? Geht noch, ne? So, wo waren wir denn jetzt gerade stehen geblieben? Beim Holz, ne? Ich wollte hier eine Verbindungsbrücke schaffen. Ich würde jetzt sagen, da wir da keine Mitte haben, gibt es da zwei Möglichkeiten. Wir machen entweder eine Doppelbridge rüber. Oder wir ziehen uns da
nochmal was raus. Nee, weißt du was? Das wird sonst nur wieder so ein ultra langes, unnötiges. Einfach von hier, würde ich sagen, hier rüber. Müsste ja ausgemessen sein, ne? So machen wir das. Ich ziehe das mal und dann tausche ich das Ding ab. Kann ich die rausnehmen? Ging das auch, dass ich die versetze, die Wandelemente, oder muss ich die dann einfach abbauen? Die kannst du nur löschen. Gut, dann wissen wir das. Ach, das geht noch, dass man da drüber läuft. So. Okay, bist schon voll. Zack. Jo, dann haben wir heute eine gemütliche Baurunde. Wir machen demnächst aber dann auch mal einen Stadtausflug hoch, haben wir gesagt, gell? Ah, du kannst nicht springen. Aber es ist jetzt auch nicht so super hoch, gell? Sehr gut. So, die nächsten zwei Geländer und Verzierungen und so müssen nicht heute unbedingt schon fertig werden. Wichtig ist mal, dass wir hier vorwärts kommen. Der ist schon leer. Die ist auch aufgebaut. Nehmen wir uns nochmal zwei raus. Was fehlt jetzt noch? Vier Bretter. 1, 2, 3, 4. So, und abschließende Maßnahme. Ihmchen noch. Bäm. Die passen aber auch genau drunter hier, die Jungs, gell? Der Wagen ist schon leer. Zack. Dann holen wir nochmal Holz. Ja, ist doch okay. Ah! Dann haben wir die Wand. Da müssen wir natürlich jetzt gleich nochmal umwägeln. Weil wir da die Komponenten hängen haben. Und da kommt jetzt gleich eine Tür hin. Jetzt überlege ich die ganze Zeit, wie ich es mache. Also ich finde, dass wir einen Verteilerkreis haben. Warte mal, geschwind. Ist blöd geflogen. Für Licht finde ich okay. Weil ein paar Leuchten würde ich schon gerne bauen. Gerade auch, dass wir. Weißt du, wir können ja mal anfangen damit eine Hordebeleuchtung. Dass wir einfach dann irgendwie das Licht abends zuschalten. Dann brauchen wir den Mischer nicht unbedingt laufen haben. Dann sage ich mal, haben wir schon was angefangen. Das habe ich denn jetzt gemacht. Zu viel Kohle. So ein Zement. Tagsüber auf jeden Fall Zement dann. So, die gönnen wir uns hier und hier. Nehmen wir dann nochmal welche raus für den Fall. Zwei Bretter und drei von den Dingern. Eins, zwei. Eins, zwei, drei. Ja, wird Zeit. Wird echt Zeit. Okay. Mal irgendwie kurz einen Bug. So, lass uns das mal angucken, während wir uns aufwärmen. So, von da kommst du rüber. Das heißt, da hinten muss noch eine Tür rein. Da muss auch eine Tür rein. Allerdings sollte ich da nochmal kurz hoch. Und wir werden die Tür aber lassen, weil da will ich ja noch einen kleinen Balkon hinbauen. Wobei das ja jetzt gar nicht geht. Das geht bestimmt, ich habe es nur falsch hingehoben, oder? Ich probiere mal kurz, wenn ich es von oben ranhebe. Ich meine sogar letztens gesehen zu haben, dass es geht. Nö, tut sich nichts. Ja, dann ist doch die Tür hier oben total unnötig, ne? Wenn der das so nicht macht, mache ich es hier weg. So. Nochmal kurz rein, dass wir mal richtig warm werden hier. Okay, was haben wir denn jetzt momentan? Februar, das heißt, morgen früh müsste erledigt sein. Ich weiß nicht, ob heute Nacht ist. Komm, ich kann da nicht rumstehen, ne? Ich will dann raus. Ich habe jetzt aber auch keinen Bock, hab mir Klamotten nochmal zu bauen. Die Komponente muss weg. Okay, pass auf, ich muss die erst fertig bauen. Wir brauchen noch ein elektronisches Teil. Ein elektronisches Teil. Ich meine Kupfer, Kobalt. Und ein Plastik, gell? Ich glaube, das war's. Ich guck mal. Mulch. Ah, du hast schon Mulch einstecken. Selbst wenn wir uns verbauen, ist es auch nicht tragisch. So, die drei Kännchen, die fünf Mulch. Bäm. Und jetzt sehen wir, glaube ich, richtig liegt. Dam, dam, dam. Jo, elektronisches Teil. Weil das jetzt abzubauen wäre blöd gewesen. Wir kriegen ja nicht alle Komponenten zurück, ne? Müssen wir kurz aufwärmen. Es schneit nochmal neben das. Es wird nochmal richtig bitter kalt gleich. Komm, zieh's durch, bevor du erfrierst. So. Ich setze unser Relais hier rüber. Bau die weg.
Der wollte eigentlich nur ins Gewächshaus, der Gute, ne? Boah, 36 Grad. So, mein Freund, gönn dir die Kartoffel. Die hebst du dir auf für morgen früh. Wenn du rein willst, da vorne wäre die Tür, mein Freund. Ich mache Kackerle auf dein Glas, dann kannst du wischen, dann kannst du putzen. Oh, die Armen, oder? Ja, Dickerle, hier ist die Tür. Guck mal, ich mach das so auf. Durchs Glas getötet, das wollte er nicht. Er hat den Winter nicht überlebt. Raue Bedingungen hier am Gewächshaus. Jetzt müssen wir warten, bis der Sturm fertig ist. Ich überlege gerade, was ich mache. Ich weiß, was ich mache. Drin ist... Oh, scheiße. Scheiße. 1, 2, 3, 4, 5. Ich mache noch eins rüber zur Sicherheit. So, direkt an den Ofen. Da müsste es eigentlich gehen, oder? Und? Und? 23 Gretlen. Weil ich kann da jetzt hier nicht rumstehen. 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8. Zack. Wieso hat er denn die so gemacht? Ne, 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 ne. So wird's nix. 5. Dann haben wir hier keine Kohle mehr drin gehabt. Okay. So, Leute. Ja, so langsam, aber sicher. Reicht's mir mit dem Winter tatsächlich. Wieder rüber. Am besten so, dass du verbrennst. Jawohl. Zack, wieder rüber. Sand. Pflanzenfasern. Okay, mach Seile. Fup. Fup. Seile mit Weile. Fup. Fup. Kennt der Nebel ist nix. Erkennt der Nebel ist nichts bei 23 Grad am Ofen. Kein Problem. So, Leute. Das waren die Steinpfeile. Steinpfeile haben wir bekommen von den Jungs, ne? Machen wir die doch mal rüber. So. So, jetzt hat sich's aber auch gleich. Tag 29 auf 30, ich glaube. 30? Mit dem 10. Tag kommen sie. Könnte sein, dass heute die Nacht der Nächte wieder ist. Schleifen wir mal die Kiste durch, oder? So. Gut. Überleg gerade. Ich wollte gerade sagen, die werden ja gerade fertig hier, die Jungs. Bam, bam. Jo, was wir haben, haben wir. Freue mich jetzt auf den Frühling. Das Erste, was wir machen, sind einmal die ganzen Extraktoren versorgen. Dann machen wir eine City-Loot-Runde auf jeden Fall. Und kümmern uns darum, dass wir vor dem nächsten Herbst das Auto haben. Ich glaube, das wäre es. Das wäre so das, was ich gerne machen würde. Wie viel Grad hast du denn körpertechnisch? 27,8. Naja, bist ja schon ziemlich weit gekommen. Jetzt guck mal hier, das kannst du nachher noch verschmelzen. Die 10 und die 10 machen wir schon mal weiter gleich. Drüben, während ich jetzt warte, könnte der nämlich schon durchlaufen. Wir haben ja Strom für den Michi. Muss nur das Licht ausmachen. Das heißt aber auch jedes Mal, hier ist die Verbindung gekappt. Muss ich da jedes Mal das Ding wechseln? Nee, ne? Sand. Und Lehm. Mischen geht nicht. Warum? Jetzt schalte aber aus. Kaum was der Komponente, ne? Wie braucht man hier noch eigentlich Eisenbahn jede Menge? Ey, nur noch Eisenbahn. Bauen wir den Kühlschrank heute noch fertig. Wir haben zwar die Strom, den Input noch nicht, aber der kommt. So, und bis jetzt die letzten gerade hier erledigt sind, nehme ich mir mal da 200, da 200. Trinken.
200. Dann sind wir da auch schon wieder durch. Der Winter hat halt zumindest die Möglichkeit, dass du hier die ganzen Routinen ohne Stress machst, weil, weißt du, kannst eh nichts machen, wenn der Blizzard gerade runterhagelt. So, hier noch kurz die mittlere reingeleert. Die mittlere hat noch 65, die äußere dazu. Bäm. Und die Zwiebel ist auch fertig. So, siehst du? Schwupp. Und schwupp. Und dann nehmen wir so. Das sind 200 Wasser, das ist okay. Der Herd brennt auch noch. Dann nehmen wir die 200 Ihmchen dazu. Und wir können wieder raus. Also, nächster Clou ist jetzt definitiv geschwind, dass wir mal da dranbleiben. Die Türe. Nicht die Türe, sondern die Wendetüre. Wollen wir dann einmal hier oben bauen. Ich nehme an, die ist richtig rum drin. Nee, ist sie nicht. Jetzt ist sie richtig rum drin, ne? Hey, jetzt ist sie auch nicht richtig rum drin. Was ist jetzt auf einmal los? Wo bin ich durcheinander buchst? Jetzt habe ich sie. Ich glaube, die muss auch nochmal rauswechseln hier. Die ist auch falsch. So. Das soll es gewesen sein, ne? Türen brauchen jeweils 3 Holzscheit, 4 Bretter. Auf geht's. 3 Holzscheit. 1, 2, 3, 4. Fupp. 1, 2, 3, 4. Zack. Zack. Scheiße. Wo bist du denn? Ich sehe dich nicht. Glitscht denn der jetzt? Ah, da. So, Leute. Die Türen sind drin. Jetzt pass auf. Der Mischer ist für mich auf jeden Fall eine Komponente, die ich... Was passiert denn eigentlich mit dem Kabel, wenn ich den Mischer mit dem Kabel darüber ziehe? Kabel bleibt dran. Ab wann bricht es denn ab? Weiß jemand von euch, wie lang die Kabel sein können? Wir gucken mal, ob das richtig ist, ob der noch funktioniert. Aber er müsste jetzt angeschaltet sein, ne? Das heißt, wir nehmen nochmal 10 Lehm. Nehmen uns nochmal 2 Steine. Halt, das ist das Falsche. 10 Sand. 10 Lehm. Geht auf jeden Fall, brauche ich kein Relais. Ist auch recht, dann wissen wir da Bescheid. Bäm, bäm. Und bäm, bäm. Kurzer Moment. Ach, ich mag das einfach, wenn sie so liegen. Dann weiß man auch, was man hat. So, das Zementzeug kriegen wir hier schon mal rein. Wie viel waren es insgesamt? 90. Oh, da müssen wir aber noch eine ganze Weile ran, ne? Trockenziegel waren es noch 22, glaube ich. Lass mal kurz reingucken. 20. Gut, noch 60 Lehm und halt noch einen Haufen Bretter. Also der Mischer läuft. Wenn wir jetzt, sag ich mal, da unter die Brücke eine Lampe bringen wollten, die Lampe haben wir. Wir brauchen aber noch einen 10er Stromzufuhr, ne?
Pass mal auf, ich nehme die mal hier weg. Da werden dann insgesamt später zwei Stück sein. Einmal hier. Und dann einmal da drüben. Und dann muss ich mit den Komponenten verbinden. Schade, dass die Kabel jetzt halt da so, ne? Man könnte jetzt ein Relais hier oben setzen. Warte mal, wir haben ja eins. Dann haben wir es auch mal probiert, oder? Ich nehme es einfach mal weg. Ich kann, wenn es darf an der Decke, das weiß ich nicht. Ich könnte mir vorstellen. Warte mal, geschwind. Wie? So ist es dann als Unterputz oder was? Ich muss es so setzen, dass ich sehe wenigstens. Okay, pass auf. Wir probieren mal. René zur Komponente. Ich lösche jetzt mal, wenn das. Das kann man ja dann später. Ich bestätige Kabel löschen. Was ich nicht weiß. Er zieht kein Kabel. Warte, jetzt muss ich überlegen. Ich glaube, du kannst von Komponente. Ich weiß nicht, ob man zum Relais so ein Kabel zieht. Jetzt muss ich aber überlegen. Der Schalter schaltet die Box. Die Box soll den Mischer schalten. Komme ich von hier aufs Relais? Nee. Entweder habe ich das Relais jetzt hier nicht richtig angemalt. Weißt du was, ich glaube, dass es ähnlich ist beim Relais. Du kannst nicht alles miteinander verbinden. Könnte mir vorstellen, dass wir vom Hauptverteiler zum Unterverteiler mit dem Relais. Da müsste ich aber den Unterverteiler darüber. Was ja aber auch kein Problem ist. Komm, wir probieren es. Mich nur kurz aufwärmen. Nächsten Winter haben wir richtige Klamotten, ich verspreche es. Ich lösche das jetzt alles nochmal ganz kurz. Schalte. Ne, es war falsch, weil ich wieder alles umgestellt habe hier. Ach, jetzt sehe ich ja da unten die Box. Also ich kann jetzt theoretisch ja diesen Verteilerkasten werkstatttechnisch jetzt einfach mal hier hinhängen, ja? So. Ich kann auch. Da macht er das dann irgendwie. Ich nenne den jetzt mal Werkzeug Tools. Einfach denke ich mal, dass ich mich dann daran erinnere, was ich meine. Verbundener Schalter ist jetzt im Moment keiner verbunden. So. Wenn wir jetzt hier aufs Relais kommen, dann kann ich mir nur vorstellen, dass ich das von hier jetzt gerade nicht bedienen kann. Weil ich zu weit. Okay, dann konnte ich es jetzt gerade nicht richtig testen. Definitiv habe ich aber jetzt wahrscheinlich die Chance, rüber zu gehen auf den Hauptverteiler. Also jetzt so funktioniert es schon, aber das ist ja nicht das, was ich will, ne? Oder auf den Schalter. Und vom Schalter. Ich finde es echt schwierig so, wie sie das gemacht haben. Im Moment bin ich vom Schalter aufs Relais, vom Relais auf den Unterverteiler. Und jetzt habe ich das Problem. Jetzt habe ich den Schalter mir ausgespart, gell? Brauche ich aber auch keinen Schalter. Das Tool sollte ja eigentlich immer laufen. Jetzt läuft es halt aber ohne Schalter, ne? Was ja okay ist. Komm, wir probieren es gleich, ob ich richtig liege. Ja, da werde ich wahrscheinlich mir noch einige Gedanken machen müssen, bis ich da dann zufrieden bin. Weil da kommen ja einige Komponenten, die Küche und so. Vielleicht machen wir auch die Küche als separaten Raum. Ach, ich weiß es noch nicht. Wir gucken mal. So, mein Freund, hier kriegst du nochmal von mir 10 Sand, 10 Lehm. Mischen. Hat jetzt keinen eigenen Schalter. Was ich jetzt aber auch habe, wenn ich jetzt.
Den Schalter kann ich nur mit der Box verbinden hier, ne? Das heißt, wenn ich jetzt müsste ich nochmal so eine Box bauen fürs Licht. Wenn ich die Mats hätte, aber die habe ich bestimmt nicht. Zwei Eisen, zwei Kupfer, zwei Kobalt. Zwei Eisen, zwei Kupfer, zwei Kobalt. Und wie viele Schrauben sind es? Sechs oder vier? Natürlich sechs. Doch, dann geht's. Dann können wir die Lichtkomponente schon mal anlegen. Halt, Amboss. Weil nächste Nacht ist mit Sicherheit harte. Jetzt pass auf. Den würde ich tatsächlich versuchen, außen hinzuhängen. Den nenne ich jetzt aber auch gleich Horde Licht. Ne, das ist der große Strom. Habe ich genau gewusst. Und du kannst den nur innen oder was? Ne, hier könnte ich ihn auch außen. Das ist für mich okay. Baue ich ihn hier hin. So. Den nenne ich jetzt mal Horde. Ja? Horde. Licht haben wir hier. Den Schalter muss ich kurz runterholen. Wir dürfen jetzt nur nicht vergessen, wo ich den hinklebe. Weil wir wollen ja zur Hordenacht uns ein Licht schalten. Ne? Und zwar hätte ich gerne den Schalter außen gehabt. Mit dem Knüppel, so dass ich ihn sehe. Machen wir mal hier hin. So. Jetzt sehen wir gleich, ob ich es kapiert habe. Also, ich möchte von unserem Horde-Verteiler auf unseren Horde-Schalter und möchte unser Horde-Licht schalten. Und ich brauche hier noch Strom. Daher muss ich noch zum Hauptverteiler, richtig? Okay, das geht nicht. Wieso geht denn das jetzt dann nicht? Haben die keine Verbindung gebraucht? Ich hab's. Warte mal schon. Ich hab's angeschalten, gell? Ja, aber es läuft ja nicht. Wahrscheinlich aber, weil gerade. Doch, wir haben Überschuss in der Batterie nochmal drin. Sind beide an. Gespeicherter Strom, Eingangsstrom 40, Ausgangsstrom 40 verfügbar. Jetzt müsste das Licht an sein. Es ist gerade der Mischer ausgegangen. Passiert nichts. Ey, wieso hat das jetzt da nicht funktioniert? Ich muss doch die Verteiler mit dem Hauptstrom irgendwie anklemmen, oder? Ey, sorry. Ist noch nicht im Fleisch und Blut. Von der Box auf meinen Horde-Verteiler. Jetzt läuft's. Dann hat es vielleicht gerade nicht funktioniert, weil das eine Ding hier noch nicht fertig gelaufen ist. Das mit den Kabeln sieht halt echt scheußlich aus. Das muss ich mal überlegen, wie ich das mache. Jetzt im Moment haben wir jedenfalls die Möglichkeit, falls heute Hordenacht ist, ein bisschen hier hell zu machen. Wollen wir das noch rausfinden, ob heute Horde ist? Ich glaube schon. Ich glaube schon. Wenn jetzt hier noch irgendwas da ist, würde ich es noch kurz fertig machen. Ansonsten gehen wir rüber. Hordenacht checken. So, wir brauchen noch 50 Ziegel, 60 Lehm. Das heißt, wir müssen eine kleine Lehmrunde machen. Uhrzeit? 9:30 Uhr, also. Dann würde ich sagen, hau mal ab. Gehen pennen, gucken, ob die Horde kommt. Halt, ist es schmutzig? Ja, ist schmutzig. Erste Flasche sauberes Wasser. Mittlere Flasche schmutzig. Zack. Und ich leere das jetzt aus, sonst trinke ich es wieder aus Versehen. Trinken, essen, 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 essen. Über den Winter sind wir gut gekommen, ne? Wir haben noch einen Bär auf Reserve drin. Also, komm, wir gucken mal, ob heute Nacht ist. Das Ding ist ja repariert hier. Okay, aber heute Nacht ist dann definitiv. Jetzt pennen wir aber noch kurz durch zusammen. Dann wechsle ich die Folge. Dann erwartet uns morgen auf jeden Fall
liegt immer noch Schnee, ist immer noch Februar. Ja, aber auf jeden Fall ist dann heute Nacht, heute Nacht. Ich denke mal, im Verlauf des heutigen Tags schaltet es um auf März. Ist der eigentlich tot oder lebt er noch? Er lebt noch. Ja, alles klar. Ich denke, dass es heute irgendwann den Schnee wegweht. Dann können wir unser Aluminium holen. Und dann geht es hier auch weiter. So, Leute. Trockene Ziegel haben wir hier schon alle gehabt, ne? Okay, ja, doch, das mit dem Stromthema, das geht dann schon. Das kriegen wir schon hin. Jetzt nur am Anfang brauchst du halt, weil bis das mal kapiert ist, wie die das sich so vorgestellt haben. So, die Ziegel mache ich hier rüber. Die Kabel haue ich wieder in die Apotheke rein. So schnell werden wir wahrscheinlich keine neuen Komponenten verkabeln können. Was halt immer noch witzig ist, ist, dass die Einspeisung kabellos funktioniert, ne? So, komm mal, räumen einmal kurz zusammen auf, dass ich hier wieder ein bisschen in die Routine auch reinfinde. Dann machen wir das hier noch in den tierischen Kasten. Habt ihr viele? Das würde mich mal interessieren. Wie habt ihr euren Strom aufgeteilt? Auch raumweise oder eher Einzelkomponenten? Habt ihr viel mit Strom? Macht ihr viel mit Strom? Weil im Moment sage ich jetzt mal, Kühlschrank wäre eins, Wasserpumpe wäre eins, Lichthorde wäre eins, Lichtgebäude wäre eine Gruppe. Und halt die Maschinen irgendwie. Was fehlt denn eigentlich hier noch? Ey, da haben wir doch auch schon angefangen. Hier fehlen 10 Alubarren nur noch. Wenn wir jetzt hier die 10 Alubarren reinwettern, die wir dann holen, dann haben wir 60 Strom. Das heißt, Mischer und Ding funktionieren gleichzeitig, ne? Haben wir noch, wir haben noch keine, wir haben noch 2 Lehm. So, letzte Maßnahme, dann gehe ich rüber. Das räume ich jetzt noch weg. Gut, die Infected. Morgen geht's weiter. Ich freue mich auf euch, Leute. Und auf alles, was uns noch erwartet. Wir sind jetzt im dritten Jahr. Unser dritter Frühling steht an. Und ich nehme an, dass wir da wieder einiges erleben werden. Inklusive des Fertigbaus. Hier kommen natürlich noch schön die Dinger hin. Das müssen wir dann zumachen. Und dann haben wir unsere 2 Türme. Gespeicherter Strom 1000. Hätte dann nicht vorhin das funktionieren müssen? Oder musste von der Batterie auch nochmal separat weg? Nee, ne? Irgendwas hat vorhin blockiert. Wir werden es rausfinden. Bis morgen.